Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen hier zu H1Z1. Da knurrt der Wolf und ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe mir einen alten Bekannten hier mit reingeholt. Den Hai. Hi, sag mal Hi. Hi. Du konntest ja schon ein bisschen länger spielen als ich. Ja, ich habe jetzt 4 Stunden Spielzeit bei Steam, das heißt aktiv wahrscheinlich 15 Minuten. Aber die haben Spaß gemacht. Ich habe gerade gesehen, wie ein Spieler von dem Wolf zerfleischt wurde. Cool. Ja, solange du es nicht warst. Wir spielen hier übrigens auf einem PvE-Server, weil wir keine Lust drauf haben, von irgendwelchen Spielern die ganze Zeit niedergeknüppelt zu werden. Wenigstens erst nachdem wir uns gefunden haben. Alter Schwede, hier rennen so viele Spieler rum und Zombies. Hey, das ist mein erster Zombie, den ich sehe. Ich kann nicht rangehen. Also die sind, bis jetzt waren sie alle ziemlich langsam und dumm. Also ich hatte noch nie mit jemandem ein Problem. Ich habe auch die ersten paar mit den Fäusten erledigt. Hier steht ein Auto, kann ich da vielleicht reinsteigen? Ja, du kannst nur in den Pickup Truck, in diesen Jeep, den sie mir in den Videos gezeigt haben. Vehicle parts may be required. Dann kannst du schon aber fahren, theoretisch. Wenn du jetzt I drückst, siehst du, was da fehlt. Wahrscheinlich wieder alle 4 Batterie. Slots in der Mitte. Batterie. Nur die, dann nimm dir alles andere mal raus, oder so viel du tragen kannst. Weil dann kann schon mal kein anderer nehmen und wir haben vielleicht... Aber wäre es nicht ganz assi, wenn es jetzt ein anderer Spieler zusammengelootet hätte? Ja, aber dann wäre er ja blöd, wenn er es da reinlegt und wieder geht. Okay. Aber assi wäre es auf jeden Fall, klar. Dann bin ich jetzt der große Assi von H1Z1, auch Heinz genannt. Heinz. Oder was soll es sonst bedeuten, außer Heinz? Ja, ich meine, die haben sich halt wieder irgendeinen fiktiven Virus ausgedacht, der halt nicht... Achso, bist du in der Hintergrundgeschichte bewandert? Nee, aber das hatten sie mal gesagt und das klingt ja auch relativ, was war der Schwein, die Schweinegrippe war irgendwie H1N1 oder so. Oh. Das ist halt irgendwie die Molekülstruktur von dem Virus und H1Z1 klingt stark danach. Obwohl Z kein Molekül ist, oder? Ich hab keine Ahnung, ich bin kein Wissenschaftler. Ich meine, ich glaube, Z ist kein Molekül in der Tabelle. Weiß ich noch aus Chemie, Unterrichtszeiten. Aber es ist halt irgendwie so ein fiktiver Virus, glaube ich. Oder man sagt hier sie, das auch. Oh. Aber ich bin für Heinz, ist einfach cooler. Wir hätten es wirklich Heinz nennen sollen. Naja, vielleicht ändert sich noch der Name. Nee, das können sie nicht machen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Es ist richtig blöd, hier eine Gegend abzusuchen, wo zigtausend andere Spieler in der Gegend rumrennen. Weil da schon alles gelootet ist. Und es ist sowieso so wenig Loot. Ich glaube, den Loot haben sie sich echt von Nether abgeschaut. Da ist er ja auch total rar. Aber wenigstens kann man hier überall reingucken. Ja, ich finde das echt, und vor allem diese Mischung aus reingucken und Sachen liegen rum, weil das mochte ich an DayZ zum Beispiel, dass da Sachen einfach, wenn du genau auf den Boden geguckt oder auf den Tisch geschaut hast oder so, dass da was lag. Und diese Container zusätzlich. Was ich mich jetzt gerade noch frage ist, ich habe gerade eben im Stream geguckt und da war diese Inventaransicht mit diesen Slots noch. Okay. Die haben sie ja, aber seit dem Release ist es immer nur diese Listenansicht. Es ist vielleicht eine andere Version gewesen. Aber das war ein Livestream, oder? Keine Aufzeichnung. Nee, das war ein Livestream. Das heißt, entweder der ist aktueller oder der hat noch eine alte Alpha von vor dem Release. Also vor dem Alpha-Release. Ja, das ist mal ein Paradoxon. Er hat praktisch noch einen Pre-Pre-Release. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Aber eine Map oder sowas wurde noch nicht released, oder? Damit man sich orientieren kann. Also es gibt, ich glaube, wenn du online schaust, dann findest du Maps. Ich habe in einem Stream auch gestern gesehen, wie jemand eine Map geöffnet hat. Als Bilddatei. Okay. Weil die sind ja immer wieder auf diesen, an Bushaltestellen oder so hängen ja Karten. Und da hat irgendwie einer eine zusammengeschnitten aus den ganzen Dingern oder so. Da muss ich eine Bushaltestelle suchen. Ja. Aber ich habe hier einen geilen Flachbildfernseher gefunden. Da gucke ich mir jetzt auf die Couch und gucke ein bisschen Fernsehen. Sneaken mal mit C, genau. Ja. Ah, okay. Fernsehen gucken. Ist das chillig. Ach nee, hier war ich schon.
Ich frage mich, ob ich mit den anderen Spielern hier mal ein bisschen interagieren sollte. Ja, mach doch mal, ne? Ja, aber mein Englisch ist so mies. Das musst du ja nicht unbedingt wissen, ne? Ja, ich spreche einfach Deutsch. Als wüsste ich nichts von Englisch. Bam, bam, bam. Hi, Jude. Ja, toll. Der guckt sich um. Oh, und da steht schon wieder so ein wunderbarer Elch. Ich habe gerade im Fahrrad das ist ein Reh. Auto gefunden, aber es fehlen alle Teile. Juhu. Und ein Kaninchen. Oh, ist das süß. Ist das süß. Ich finde es blöd, dass zum Beispiel, also ich habe vorhin, ich habe vorhin schon bestimmt 1,5 Stunden gespielt an einem Charakter. Und ich habe nie ein Feuerzeug gefunden und ich hatte dann echt irgendwann 10 Wasserflaschen mit Wasser gefüllt und hätte sie alle abkochen müssen. Und hatte auch ein Lagerfeuer, aber das kriegt man eben nur an, wenn man ein Feuerzeug hat. Ich habe bis jetzt herausgefunden, wie man Bären pflückt. Ja, Bären sind, glaube ich, wenn du keinen Bock hast, in-game Geld auszugeben. Oh, ich habe eine Machete. Wie, man muss in-game Geld ausgeben für Essen oder was? Ja, aber für diese Notfallpakete. Und ich habe bis jetzt echt so wenig Essen gefunden, nach einer Stunde Looten, dass es mir wirklich nicht möglich war, damit auszukommen. Also, bis ich zum nächsten Bärenbusch gelaufen bin, war mein Hunger wieder auf 0%. Meine Nahrung. Und ich habe echt das Gefühl, dass wenn du nicht ständig Bären pflückst, es dir einfach nicht möglich ist, ohne In-App-Käufe durch den Tag zu kommen. Also es gibt noch kein anderes Essen außer Bären, oder was? Doch, klar. Du findest Canned Food, habe ich auch gerade hier. Ich habe einmal Grad Spicy Chili gefunden. Mhm. Aber wenn ich das aufgegessen habe, dann kriege ich vielleicht 35% zurück. Und die reichen mir aber nicht mal von einer Stadt zur nächsten. Cool. Okay, und das war jetzt also heftiger als DayZ auf jeden Fall. Ja, puh. Also DayZ kann einpacken. Ja, wenigstens läuft das halbwegs flüssig von den FPS hier, wie ich sehe. Ich glaube, da könnte ich sogar riskieren, den 60 FPS aufzunehmen. Ja, ich habe gerade meine Pixel auf was weiß ich was runtergestellt, weil ich leider Gottes auf einem Mac spiel. Oh. Also auf Windows drauf installiert habe mit Bootcamp und ich habe wirklich alles auf Low stellen müssen, dass es läuft. Ich kläfft ein Hundi. Und ich habe so eine Karte gefunden. Okay. Gibt's hier irgendwo ein UI-Zeichen? Ein was? Ja, normalerweise waren da immer Pfeile, also alle Karten, die ich gesehen habe. Natal Guard heading north. We left great behind, I'm sorry. Da kläfft ein Hundi. Sei doch mal bitte still. Hat der Hund keinen Anstand? Brav. Hat er gerade den Hund erschlagen? Hallo? Und? Hast du schon mal eine Axt gefunden? Ja, in meinem ersten Spiel. Ja, ich hab echt beim letzten einfach ums Verrecken keine Axt gefunden. Und das war ein Riesenproblem, weil ich einfach nur in den Wald gehen wollte und was bauen. Aber ohne Axt kann ich keine Bäume fällen, soweit ich weiß. Okay, ich bin also hier. Bist du vielleicht beim Ruby Lake oder wo bist denn du? Ja, hier ist ein riesen Lake und ich laufe jetzt gerade da auf eine Stadt zu, also über eine Brücke und dann auf eine Stadt zu. Es heißt zufällig James Cranberry is fuck it. Brad and I are heading to Ranch. Oh man, was wieder. Okay, eine riesen Stadt finde ich, wenn ich... Da sind auch so Bürogebäude und so. Und die ist direkt an einem Lake. Ich versuche mich gerade zu orientieren. Wie komme ich zur G-Street? Wenn ich hier bin. Da ist die Bei dir wird es auch dunkel, oder? Ja, keine Panik. Ich verstehe die Karte nur nicht. Ich bin ein bisschen blöd, die zu lesen. Ich glaube, das ist nicht die ganze Karte, sondern nur immer so ein Ausschnitt von da, wo du gerade bist. Aber auf der Karte ist ein großer See, daneben eine große Stadt. Dann lauf dahin. Ja, aber ich verstehe die Karte nicht. Also okay. Die Ausrichtung. Ja, dann lauf mal ein bisschen rum und versuch dich irgendwie an den Straßenzweigungen oder so zu orientieren. Ist da irgendwo eine Kreuzung auf der Karte? Ja, auf der Karte sind einige Kreuzungen, aber frag mich nicht, wo die ist.
Da ist so ein Pickup, vielleicht ist da eine Batterie drin, dann könnte ich fahren. Wäre doch schon mal was. Sorry Leute, wenn es hier ein bisschen unspektakulär vorangeht, aber ja, ja. So, ja, ich habe ein Backpack. Orange Backpack. Kann das Vehikel nicht entern. Jetzt. Ja, dann, achso. Da fehlt alles. Sonst brauchen wir nur noch eine Batterie, dann haben wir ein Auto. Statt weiß gar nicht, ob du alles brauchst, sogar. Wirst wahrscheinlich schon. Ich glaube zum Beispiel ein Ding ist Turbo, habe ich mal gesehen. Und das braucht man soweit, ich weiß nicht. Wie steigt man gleich nochmal aus dem Auto aus? Nochmal E. Okay, also leckt das Spiel extremst momentan. Okay, gut zu wissen. Ah, und ich habe eine Crowbar gefunden. Da kannst du ja den erstbesten Spieler verprügeln. Auf dem PvE-Server natürlich. Willkommen bei DC. Ich habe auch eine Machete. Also wenn, dann nehme ich die. Ja, aber ich glaube gerade auch, dass wir da ein ziemliches Lag jetzt haben, weil ich kann nichts aufheben. Bist du schon aus dem Auto raus? Ja, ja, mittlerweile ja. Läuft jemand? Also wenn du eine Kirche siehst, da bin ich drin. Ich versuche mir gerade nur mal das Nötigste zusammenzunehmen. Na komm, Hauf. Alter, bist du in der Gewerkschaft oder was? Mach das Ding endlich auf. Ja, du wirst wahrscheinlich versuchen, da wieder 500.000 Spieler auf den Server zu connecten. Ja, so kann man auch einen Server DDoSen. Ohne dass man DDoS. Ich bin mir echt fast sicher, dass die wesentlich stabiler laufen, wenn das released wurde. Also wenn die Server-Files released werden. Ja, so ein privater Server wäre was Feines. Das wäre sehr fun. Und da glitscht bei mir ein Zombie in der Luft. Hallo, Zombie. Der ist ungefähr 5 Meter über mir und macht seine Moves. Mir gefällt der Sonnenuntergang gerade, der ist nicht so rasant wie bei DayZ. Also ich sehe bereits den Mond und ein paar Vögel, die mitten in der Luft angeheftet sind. Und der Zombie, der da oben rummarschiert. Hallo. Ich kann mit nichts interagieren. Sag mir, ob ich noch auf dem Server bin. Naja, solange wir nicht gekickt werden, können wir uns ja noch ein bisschen was angucken. Ah, übrigens, man kann mit Tab auch das Inventar öffnen. Ja, das wusste ich. Ich habe mir vorher nochmal die ganzen Störungen angeguckt, aber deswegen checke ich die auch nicht wirklich. Aber die Zombies sind ja relativ harmlos bis jetzt. Ja, total. Die interessieren sich ja nicht einmal für einen. Also man kann nachts durch eine Stadt laufen und looten, ohne völlig vernichtet zu werden, habe ich das Gefühl. So, nicht so wie in 7 Days to Die, wo man über ein Zombie gestolpert hat, dass man dann plötzlich 500.000 hinter sich hatte. Boah, 7 Days to Die ist echt ganz andere Hausnummer. Na, es orientiert sich auch mehr an Minecraft. So eine Art Genre-Mix, würde man sagen. Ich finde die Mischung aber ganz nett. Müsste ich mir eventuell auch mal wieder anschauen. Obwohl es mir an Minecraft halt ganz gut gefällt, dass du am Anfang halt so ein bisschen verloren bist und dann nach einer Zeit halt einfach übermächtig wirst, weil du halt komplett gesichert bist, Nahrungsreserven und so. Ich kann mit nichts mehr interagieren. Okay. Geht mir genauso übrigens. Also was mir an Minecraft gefällt, ist die Freiheit, die man hat, was zu tun, was man will. Ja, das sowieso. Und das ist Grundvoraussetzung. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen eingeschränkt bei 7 Days to Die. Weil die Zombies halt auch irgendwie immer schwieriger werden. Also es ist halt praktisch einfach... Es hätte ja auch ein Minecraft-Mod sein können, in dem die Zombies einfach mehr werden. Also es gibt schon richtig gute Minecraft-Mods und Modpacks. Ja, nee, finde ich auch. Terraformacraft zum Beispiel finde ich sehr interessant.
Ja, ich habe jetzt auch so la also lange wieder Minecraft gespielt, aber es ist halt irgendwie mit diesem ganzen Gemodde und so. Ich will halt einmal ein sauberes, fertiges Spiel spielen. Minecraft wird niemals fertig. Ja, ich weiß jetzt nicht, was, also es würde ja schon reichen, wenn die Entwickler, also jetzt im Fall jetzt Microsoft, einfach mal API für Modder rausgeben würde. Hey, ich sehe eine Kirche übrigens. Kirche, da muss ich zurückrennen. Bin die Straße entlang gerannt. Da sind direkt an der Kreuzung ist die Kirche. Und da ist davor so ein Regensammelbecken. Ist da irgendwo. Oh, ich bin disconnected. Ah, ich auch. Naja, gut, Freunde, wir haben jetzt die. Zum Glück konnten wir 15, fast 16 Minuten spielen. Vielleicht schaffen wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Darfst auch Tschüss sagen. Ciao.